Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute nehme ich euch mit bei einem ganz leckeren und super schnellen Mittagessen. Ich glaube, jeder hat den Trend bei TikTok gesehen, denn es handelt sich heute um die Backofen-Federpasta. Ich habe einiges ausprobiert, bis es mir wirklich geschmeckt hat und ich zeige euch heute meine Variation davon. Denn es wird nämlich alles in allem One-Pot-mäßig im Backofen zubereitet, inklusive den Spaghetti. Und ich zeige euch heute, wie wir die Spaghetti trotz der Zubereitung im ganzen Mix im Backofen nicht klebrig hinkriegen. Wir benötigen für unser leckeres Rezept einmal 1 Liter Wasser. Hier habe ich 500 Gramm kleine Cherry-Tomaten. Dann benötigen wir hier noch den cremigen Balsamico. Dann 500 Gramm Spaghettis, da benutze ich gerne die Nummer 5 oder die Nummer 7 von Barilla. Beide schmecken dazu sehr, sehr gut. Außerdem benötigen wir noch Olivenöl, da benutze ich das von Maiolio, Basilikum und Knoblauch. Da gibt es ja sogar einen Rabattcode unter bei Maiolio mit Crystals, spart ihr 20%. Dann habe ich hier den Feta-Käse, den kann ich auch nur empfehlen, der schmeckt wirklich super gut. Da benötigen wir 2 Ringe von. Pfeffer, 1 Esslöffel Salz, jeweils ungefähr 1 Teelöffel Thymian und Oregano. Dann benötigen wir 2 Knoblauchzehen, die pressen wir da rein. Und das war's. Und bevor wir jetzt mit der Zubereitung starten, die ja wirklich super simpel ist, heizen wir den Backofen erstmal auf 220 Grad Ober-Unterhitze vor. Und was ihr jetzt benötigt, ist einfach nur eine große Auflaufform. Ich benutze jetzt hier die große Ofenhexe von Pampery Chef. Das ist die große Auflaufform, die es im Moment gibt. Und wir benötigen jetzt hier auch kein zusätzliches Fett. Da ist dieses Wasser und das Öl, was wir gleich hinzugeben, völlig ausreichend. Und jetzt ist es ganz, ganz einfach. Als erstes geben wir die Spaghettis hier rein, verteilen die hier schön flach, geben dann alle anderen restlichen Zutaten drumherum, den Feta-Käse obendrauf, würzen das Ganze und geben dann das Wasser drüber. Und eine Zutat hätte ich fast vergessen. Mein Geheimrezept ist nämlich noch Balsamico, den noch oben drauf zu machen. Den verteile ich dann on top gleich noch oben drauf. Und dann wandert das Ganze erstmal in den Backofen für 30 bis 35 Minuten. Und nicht wundern, mit der Knoblauchpresse kann ich hier einfach ganze Knoblauchzehen reingeben und dann einfach ausdrücken. Aber guckt, ob ihr das mit eurer Knoblauchpresse auch machen könnt. Und wenn die Pasta gleich aus dem Backofen rauskommt, dann macht ihr euch am besten schon mal ein Abkühlgitter bereit oder halt ein Holzbrettchen, wo ihr die Ofenform drauf stellt. Und dann ist es ganz wichtig, dass alles schön gemixt wird. Und das mache ich jetzt einfach hier mit unserem Mixer. Das ist wirklich super einfach, das Ganze schön zu verteilen und vor allen Dingen, dass sich der Feta auch schön um die Nudeln zwirbelt. Und bitte nicht wundern, wenn ihr die Pasta rausholt. Dann ist da noch relativ viel Flüssigkeit drin. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn ihr verteilt das Ganze jetzt einfach entweder mit sowas oder einfach mit 2 Löffeln und lasst die Nudeln noch mal kurz drinne ziehen.
Das dauert ungefähr 2, 3, maximal 5 Minuten. Dann seht ihr, ist das ganze Wasser von den Nudeln aufgesogen. Und ich würde das auf jeden Fall mit 1 Liter Wasser machen. Ich habe es ja auch schon mehrmals getestet, es hat immer funktioniert. Am Anfang denkt man wirklich, es ist zu viel Wasser, aber das ist der Grund, weshalb die Nudeln nicht klebrig und wirklich saftig schmecken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und euch dazu bringen, dieses Rezept auszuprobieren. Also uns schmeckt es wirklich super gut und ich bereite das auch wirklich sehr, sehr gerne vor. Einfach nur, weil es so schnell geht, man in 0,0 ein leckeres Mittagessen gezaubert hat, ohne am Herd hier oben zu stehen und immer irgendwas rühren zu müssen. Also perfekt geeignet für Muttis mit Kids, wenn man sich nämlich zwischendrin dann noch um die Kleinen kümmert. Muss man keine Angst haben, dass hier oben irgendwas verbrennt. Der Backofen erledigt alles und ihr habt dann quasi all in one ein super einfaches Essen. Abgesehen davon wurde sich das auch bei Instagram, da habe ich mal eine Umfrage gemacht, was für Rezeptideen ihr euch wünscht. Da wurde sich sowas auch gewünscht, also schnelle Mittagessen-Rezepte. Und ich hoffe, ich konnte euch damit die Woche etwas erleichtern. Das Rezept verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox, meinen Shop genauso. Da könnt ihr gerne drin stöbern, falls ihr jetzt irgendwas hier entdeckt habt und gesagt habt, wow, das brauche ich unbedingt in meiner Küche, könnt ihr gerne da drin stöbern. Und wer noch ein bisschen Hilfe oder Unterstützung braucht, der kann mich da auch gerne anschreiben. Ich helfe euch da gerne bei der Auswahl von Produkten. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und freut euch in 2 Wochen am Sonntag. Da ist ja schon Ostern und da zeige ich euch eine schnelle und leckere Osteridee, die ihr noch an Ostern zaubern könnt. Und wer noch andere Inspirationen braucht, es gibt auf meinem Blog ja auch die Kategorie mit Osterrezepten. Und da habe ich wirklich ein riesen Repertoire an total leckeren, tollen und auch vor allen Dingen Rezepte, die bei uns jedes Jahr an Ostern sind, die einfach so Tradition sind. Die habe ich euch eigentlich alle schon gezeigt. Also stöbert gerne darum bei den Rezepten. Ich wünsche euch noch, wie gesagt, eine wunderschöne Zeit und dann sehen wir uns an Ostern wieder. Bis dann. Tschüss.